Ja, so hallo, ein neues Video. Ich habe jetzt noch mal umgelauft. Also ich hatte hier noch ein Volk, oder ich habe mir einen Starter zusammengestellt, sprich ein weißloses Volk genommen, das noch verstärkt mit Bienen aus dem Honigraum von einem anderen. Das hatte ich schon vor ein paar Tagen gemacht. Und da habe ich jetzt dann noch mal eine Serie umgelauft. Und ja, wie gesagt, die Königinnen, die werde ich dann eben jetzt noch für meine oder mit in meine Völkervermehrung verwenden. Bei mir ist jetzt gerade so, dass ich das die Tage einfach entscheide, wie ich da weiter vorgehe. Also die Honigzunahmen sind durchwachsen momentan. Und ich denke, dass ich da ein paar Völker jetzt schon rausnehmen werde aus der Honigproduktion, den Honig ernten werde und die Völker dann lieber dazu nutze, dass ich noch ein paar mehr Völker mir nachziehe. Und deshalb habe ich jetzt ja auch, wie gesagt, mich nochmal entschlossen, nochmal eine Serie Königinnen zu starten. Ich mache das eigentlich immer so spät, also viele werden sich fragen, warum so spät. Mache ich eigentlich immer so, ne? Also oder oft. Ich meine, wo ich angefangen habe zu imkern, wo das noch eher Hobby war, habe ich das auch im Mai gemacht, wie man es eben so macht. Da fehlt mir jetzt einfach ein bisschen die Zeit und jetzt ist diese Bienenmasse einfach da, finde ich. Und ich habe es einfach zeitlich ein bisschen flexibler. Und mir kommt es so vor, also ich kann es nicht beweisen, dass der Begattungserfolg auch wesentlich besser ist jetzt. Insofern ist das für mich hier bei mir im Betrieb was ich gerne mache, wo ich gute Erfahrungen habe, das eigentlich relativ spät mache. Also bis Mitte Juli funktioniert das eigentlich völlig problemlos, auch in den August noch rein. Ne? Also Anfang August werden die Königinnen auch noch gut begattet. Ja, das ist so im Prinzip meine Betriebsweise. Jetzt bin ich ja auch schon wieder fertig. An dem Bienenstand, wie gesagt, kurz umgelaufen. Und jetzt geht's weiter. Also ich denke, dass ich jetzt, wenn ich dazwischen komme, werde ich Kunstschwärme noch machen. Und ja, also ich werde versuchen, das zu filmen. Also ich habe es heute Morgen, ich meine, das haben wir, was haben wir denn jetzt? 6 Uhr. Ich habe jetzt, wie gesagt, nochmal, oder wir sitzen im Hintergrund, ich habe nochmal Bienenvölker gefahren. Und zwar habe ich mich dann gestern Abend doch anders entschieden. Ich wollte ursprünglich an dem einen Stand, wo ich nur noch Abnahmen hatte, die Völker alle zur Vermehrung nutzen. Und das habe ich hier im Wald, aber eine Waage, die hat jetzt jeweils knapp 1,5 Kilo Zunahmen gehabt die letzten 2 Tage. Und da habe ich gedacht, komm, versuch's nochmal mit dem Teil. Ist auch nicht weit weg von mir zu Hause, also arg lang wäre ich jetzt nicht gewandert. Und dann habe ich einfach heute Morgen, bin ich um 4 Uhr los und habe hier ja einen Teil der Bienenvölker einfach in Wald nochmal gewandert. Werde sie da jetzt wahrscheinlich auch in 2-3 Wochen stehen lassen und dann, wenn sich da nichts Großartiges ändert, hat sich die Bienensaison ja sowieso verabschiedet schon wieder. Mit den anderen Bienenvölkern, die ich jetzt noch an dem Stand habe, da mache ich wahrscheinlich eine Vermehrung. Da werde ich mir jetzt heute nochmal Gedanken machen. Und dann steht halt die Woche auch noch an, die Bienenvölker aus der Edelkastanie zu holen. Das wollte ich eigentlich schon Anfang der Woche machen, aber hat terminlich habe ich nicht hinbekommen, weil ich die eigentlich morgens holen wollte. Und wenn ich dann da um 2 Uhr aufstehe, die Bienenvölker hole, dann ist mit mir da abends nicht mehr viel los. Und ich hatte es einfach am Nachmittagabend noch ein paar Termine, die wo ich nicht halblebig abwirtschaften wollte. Und deshalb, wie gesagt, wahrscheinlich mache ich das dann morgen früh. Ja, das war's soweit. Ich freue mich natürlich unheimlich, wenn ihr den Kanal abonniert, ne? Und was mich natürlich prinzipiell immer interessiert, ist, wie sieht es denn bei euch dieses Jahr mit dem Honig aus? Also bei mir muss ich sagen, die
Schnapshonig, Frühtrachthonig war wirklich ganz gut. Und der Anschluss ist sehr differierend. Ne? Also ich habe Bienenstandorte, da bin ich super zufrieden. Da konnte ich aber auch nicht mehr hinfahren, weil eben der Platz begrenzt ist. Und ich habe jetzt wie das, was ich jetzt aus dem Bienenstand oder den Völkern gemacht habe, die auf dem Bienenstand waren, auch Bienenstände, da habe ich, also speziell der Bienenstand jetzt, der hat in Summe die letzte Woche 4 Kilo abgenommen. Und ja gut, ich meine, letztendlich kann man es erst sagen, wenn der Honig geschleudert ist, was da wirklich rumkommt, weil man verschätzt sich ja, und ich bin jetzt ja auch nicht mehr jeden Tag an den Völkern und hebt die Honigsagen und sehe das Brutnest. Also da muss man einfach ein bisschen abwarten. Aber ich denke, ich kann jetzt schon sagen, dass es bei mir im Sommer nicht das Superjahr war. Ne? Ja, also schreibt eure Erfahrung gerne in die Kommentare. Und wie gesagt, ich freue mich über ein Abo. Und jetzt werde ich mich wieder in mein reparierten T4 schwingen und beim Bäcker vorbeifahren und dann daheim ein Frühstück nehmen, weil hier in der Gegend habe ich entdeckt, da gibt es eine Bäcker, der macht richtig coole Wasserwecken, und da fahre ich jetzt vorbei, das bietet sich dann an, und dann werde ich mich wahrscheinlich noch mal für eine Stunde gemütlich machen und dann schauen wir, was wir heute dann noch machen. Haben wir die Bienenvölker aus der Edelkastanie wieder geholt. Also da hat es jetzt, wir haben die mit Honig gewandert und muss sagen, es hat ganz gut ausgegeben, so wie es aussieht. Ich werde jetzt dann die Tage mal den Honig noch ernten. Wir haben die jetzt erstmal hier provisorisch abgestellt, weil einfach das hier ein ganz guter Standplatz ist, wo ich eigentlich unendlich viele Bienenvölker jetzt vom Platz erfahren kann, ist alles eben. Ich komme bei jedem Wetter hin und hier puffe ich die einfach, weil das ist ja nicht weit weg von mir zu Hause. Und ja, wie gesagt, da waren wir heute Morgen dann so um 9 Uhr, glaube ich, zurück. Und jetzt geht es im Prinzip weiter mit meiner Vermehrung. Also ich habe ja gesagt, dieses Jahr, durch das, dass mir einfach jetzt so ein bisschen der Honigeintrag fehlt, habe ich Völker aussortiert, die mir sowieso nicht so gefallen. Also jetzt von der Königin, von der Volksstärke so. Die habe ich ja stehen lassen hier, als ich vor ein paar Tagen Bienenvölker in den Wald gefahren habe. Und die nehme ich jetzt her und mache damit meine meine Begattungseinheiten. Ne? Also ich habe hier drüben, ich gehe gerade mal rüber an den Bienen aus Edelkastanie vorbei. Man riecht es auch, ne? Das riecht immer ganz stark. Ich habe jetzt hier einen Anhänger voll geholt mit Beuten, die sind geteilt. Also da habe ich einfach in der Mitte, das sind meine allerersten Datantbeuten gewesen, da habe ich einfach in der Mitte ein Sheet eingebaut. Die haben unten zwei kleine Fluglöcher und da gehe ich jetzt einfach her und bei den Völkern, die mir wie gesagt nicht so gefallen, suche die Königin raus und dann mache ich im Prinzip weißellos die Abteile voll, gehe dann in ein paar Tagen her, breche die Zellen und da hänge ich dann eben meine Königinnenzellen rein oder gebe meine frisch geschlüpften Königinnen zu, also je wie ich das zeitlich hinbekomme. Lass die dann dort begatten in diesen Einheiten und nehme dann die begatteten Einheiten wieder raus.
wenn die anfangen zu wachsen einfach, ne? Dann so meistens so Mitte August und hängt die dann um in normale Beuten und verstärkt diese Völker dann nochmal. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da weiß ich jetzt noch nicht, wie ich es mache, ob ich die über Schwärme oder Kunstschwärme verstärke, wenn ich den Honig dann ernte, oder wie ich das mache, das müssen wir einfach mal schauen. Aber dann habe ich im Prinzip meine begatteten jungen Königinnen, löse dann auch die Völker auf, die mir gar nicht gefallen, und gebe die Bienen praktisch damit dazu. Und so werde ich jetzt dieses Jahr mal meine Bienenvölker vermehren. Habe ich Kapazitäten, ich glaube, von diesen geteilten Beuten von um die 80 Völker. Also ich weiß nicht, ob ich die alle voll kriege und wie ich das mache. Ich muss dann auch schauen, wie ich die Behandlung gegen die Varroamilbe noch damit einpflege. Aber wie gesagt, jetzt steht erstmal an, eben weißellose Bienenvölker zu schaffen oder Kleinvölker zu schaffen, die zur Begattung dann hergenommen werden kann. Das werde ich im Großen und Ganzen im Prinzip mit zwei Brutbrettern machen, vielleicht auch drei, je nachdem wie die Waben aussehen. Ich lasse mal die Kamera mitlaufen, weil dann einfach diese Begattung sicher ist und die Vögel dann auch schneller vorwärts kommen, ne? Also ich bereite jetzt alles vor und dann geht's los. Das sind ja die Gitter mit dem Propolis. Das ist jetzt, wird es zwei Wochen drin sein. Also das ist auch schön, riecht auch schön nach Propolis. Scheint zu funktionieren. Ja, also im Prinzip sind es bei mir dann folgende Arbeitsschritte, wo ich hier so ein Volk auflöse oder so eine Begattungseinheit für die neuen Königin erstelle. Ich suche die Königin. Hier ist es eigentlich immer ratsam, das mit möglichst Raum zu machen, ne? Das hatten wir hier aber ein ziemlich aufbrausendes Bienenvolk und die Wetterlage war auch nicht gerade so ruhig, wenig Tracht auch in diesem Tag oder in momentan allgemein hier an diesem Bienenstand. Da sind die Bienen einfach ein bisschen aggressiv und habe ich einfach ein bisschen Rauch gebraucht. Und dann sucht man die Königin. Prinzipiell ist es ja oft so, dass die Königinnen eigentlich bei allen Völkern am Bienenstand ungefähr gleich sitzt. Also wenn man beim ersten Bienenvolk, wie jetzt in dem Fall zum Beispiel, die Königin auf der zweiten Wabe gefunden hat, dann wird es auch bei den meisten anderen Völkern, wird die Königin sich auch in der Gegend aufhalten. Höchstens, ich habe natürlich die Völker irgendwie vorher durcheinander gebracht. Also ich setze die Königin einfach in den Zusatzkäfig und lege die auf die Seite, weil dann kann ich total frei mit dem Bienenvolk einfach arbeiten, ne? Dann kann ich die Waben entnehmen, kann sie nicht entnehmen und brauche mir da einfach keine Gedanken mehr machen. Habe die Königin parat, falls sie mich dann schließt doch noch, weiß nicht, zum Beispiel einen Kunstschwarm zu machen. Oder ich setze nachher einfach wieder zu. Genau. Und dann nehme ich einfach die zwei Waben, setze die in meine Abteile von den anderen Beuten ein, wo ich dann, wie gesagt, die schlupfreifen Weißelzellen oder Königinnenzellen einfach zugebe oder die jungen Königinnen einlaufen lasse durchs Flugloch, je nachdem, wie ich dazukomme zeitlich. Sicherer ist das Schlüpfen direkt in der Einheit, muss ich sagen, aus meiner Erfahrung. Das funktioniert eigentlich immer, das Zulaufen lassen durchs Flugloch oder die Königin sonst irgendwie reinlaufen lassen, funktioniert meistens auch, aber das Schlüpfen lassen ist eigentlich noch sicherer. Ja, in dem Fall habe ich mich entschlossen, dass ich die Königin nochmal aufbewahre, parke die jetzt im Prinzip hier mit zwei Waben Brut. Und gehe dann zum nächsten Bienenvolk. Wie es dann mit der ganzen Sache weitergeht, das sehen wir dann wahrscheinlich im nächsten Video oder im übernächsten Video.
Jetzt ist ja so, dass diese ganzen Kleinvölkchen, die ich da gebildet habe, die ziehen jetzt alle mal eine Königinzelle nach. Die werde ich dann in ein paar Tagen brechen und dann entsprechend eben die neuen Königinzellen dazugeben aus dem Volk, dessen Genetik ich einfach haben will. Also wenn ihr dazu noch Fragen habt, wie gehabt, gerne in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder. Also bis dahin, eine schöne Zeit und macht's gut.